Herr Lindner, rufen Sie mich bitte nicht mehr an. Beratung zu suchen, dagegen spricht zunächst mal nichts. Nur wenn man sie auch mal annimmt. Ich persönlich höre mir jeden Rat an. Wissen Sie denn noch, was ich Ihnen geraten habe? Nein. Na, sehen Sie, wie soll ich damit arbeiten? Verstehe ich alles. Sie haben das hier getweetet. Gegen meine ausdrückliche Empfehlung. Alles wird teurer und Sie unterstellen den Menschen Gratis-Mentalität. Shitstorm auf Twitter. Und das hat Sie überrascht. Das halte ich für einen Skandal. Entschuldigung, aber das ist doch schon pathologisch, Herr Lindner. Also ich will damit sagen... Nee, ich meine es ernst. Ich bin wirklich raus, Herr Lindner. Mein letzter Rat für Sie ist, gehen Sie mal zur Therapie. Kein Problem. So, Herr Lindner. Was führt Sie denn zu mir? Erzählen Sie mal. Ich möchte meine Lebenssituation verändern und verbessern. Was aus meinem Leben machen. Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Sehr wohlhabend. Das ist alles? Warum erzähle ich das? Nun, wir machen uns erstmal ein Bild davon, warum Sie Ihr Leben verändern wollen. Leben Sie heute so, wie Sie sich das früher mal vorgestellt haben? Schon sehr früh, auch schon so mit 14, 15, hatte ich den Wunsch, nirgendwo fragen zu müssen, wenn ich was tun will, auch nicht bitte Danke sagen müssen. Also Macht, ist das für Sie das Wichtigste? Nicht nur. Was noch? Geld. Aha. Also ich bekomme eine Ahnung, was hier das Thema sein könnte. Ist das Thema Wertpapiere, Aktien? Nein, damit kenne ich mich nicht aus. Ich dachte an Narzissmus. Das gibt's oft in Führungspositionen. Also ein hoher Machtanspruch, die Überzeugung, mehr wert zu sein als andere Menschen und insbesondere mit dieser Fixierung auf Geld vielleicht auch ein abwertenderer Blick auf ärmere Menschen. Das sind dann Geringverdiener, ja, Loser? Ist in anderen Worten genau meine Überzeugung. Und wenn Sie dann hören, dass das Narzissmus ist, was macht das mit Ihnen? Ich bin stolz darauf. Also aus meiner Sicht liegt hier das Problem. Ich bin total überzeugt von der Marktwirtschaft. Die löst Probleme.